Hey Leute und herzlich willkommen zur Erstausgabe von Nightshade Spielt. Wir werfen heute einen Blick auf Helldivers. Das Ganze habe ich schon eine ganze Weile gezockt und ich möchte mal sehen, was der gute Verdemis von dem Spiel hält. Den habe ich mir nämlich heute eingeladen. Also, es wird auf jeden Fall spannend. Bleibt dran, nach dem Intro geht's direkt los. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu Helldivers. Wir sind schon mitten im Spiel in einer Multiplayer-Partie. Und ich bin nicht alleine, also nicht nur im Spiel, sondern der gute Verdemis ist ebenfalls mit dabei. Hallihallo. Wir sind hier, wie gesagt, direkt in einer Multiplayer-Mission. Ihr seht hier, drei andere Spieler sind mit dabei. Und das ist das Coole an diesem Spiel, ja. Es ist einfach ein wunderschönes Koop-Spiel. Und ich muss hier ein bisschen aufpassen, denn was das Spiel so ein bisschen besonders macht, ist, dass es Friendly Fire gibt. Okay, und was sind das da? Sind das so eine Art Max oder was da rumläuft? Ja, das sind Max, genau, die genau. Kühlschränke da? Diese Kühlschränke sind Max. Komm, die sind doch schön. Mit dem Schnee erinnert mich das gerade irgendwie sehr stark an Lost Planet. An Lost Planet? Ja, auch mit den Bugs, ne? Ja. Kommt schon so ein bisschen hin. Eine andere Referenz, die sich dem Spiel total aufdrückt, ist Starship Troopers. Ja, total. Auch so vom Humor her. Ich werde nachher auch noch die ein oder andere kurze Sequenz zeigen. Lehnt sich das Ganze schon stark an Starship Troopers an. Stark an Starship Troopers, das ist auch ein toller Satz. Ja. So, wir räumen hier mal ganz kurz so ein bisschen mit den Käfern auf. Entschuldigt bitte, gleichzeitig in diesem Spiel zu reden und zu spielen, ist gar nicht so einfach. Das erfordert schon ein bisschen Konzentration. Du hast lange Let's Plays gemacht, du musst was können. Ja, ich musste was können, das ist richtig. Entschuldigungen zählen hier nicht. So. So, wir müssen hier jetzt erstmal den Punkt aktivieren. So. Was ist denn überhaupt generell das Ziel bei so einer Mission? Also du siehst jetzt gerade an der Seite, es gibt mehrere Ziele. Im Moment, wir haben die Sam-Sites aktiviert, jetzt müssen wir irgendwelche Ölextraktoren erholen. Und so das grundlegende Ziel ist es eigentlich, ja, wir sind von der Supererde, ja. Und die Supererde möchte, dass das gesamte Sonnensystem einfach, liberiert wird, sagen wir jetzt einfach mal, ja. Also, dass alle den freien Willen bekommen und so weiter. Und deswegen ist doch klar, ne. Du bist also Amerika, komm halt, ja. Das wollte ich jetzt so nicht ausdrücken. Also, au, das ist nicht drüber gelaufen. Ja, genau. Wir verteilen bleihaltige Freiheit. Genau so sieht's aus. Das ist so das Hauptding. Das ist so die Story dahinter. Und das Ganze läuft in einer Online-Kampagne, was ich richtig, richtig cool finde. Und macht mega Laune das Ganze einfach. Zielen tust du wahrscheinlich mit dem rechten Stick, ne? Genau, zielen mit dem rechten Stick. Und wenn wir jetzt mal L1 drücken, dann können wir hier unser Radio rausholen. Und da seht ihr schon, habe ich unten so ein paar Fähigkeiten. Ich kann mir zum Beispiel auch... Verdammt, jetzt habe ich mich vertippt. So. Dann kann ich mir hier nämlich auch aufpassen, einen Kühlschrank holen. So, da kommt er auch schon. Mit dem ist das alles ein bisschen einfacher. Ach, da wurde so dein Mac abgeworfen, ja? Genau, der wurde dann abgeworfen. Mit dem muss ich jetzt aber nur ein bisschen aufpassen, denn wie gesagt, ne, es gibt Friendly Fire. Okay. Eine wichtige Frage, Kostenpunkt. Ja. Kostenpunkt mit PlayStation Plus 17 Euro, ohne PlayStation Plus 20 Euro. Okay, PS4 exklusiv? PS4 exklusiv, genau. Aha. Super Earth, our home. Prosperity, liberty and democracy. Our way of life. But it doesn't come free. It is every man, woman, and child's duty to protect our home, our culture, and our families. Why not make the most important decision of your life? Make the safety of your family a personal responsibility, and prove that you have the strength and courage to be free. Join the Helldivers. Travel the galaxy. Visit the capitals, meet unusual people, and represent the Federation. Secure the resources we need to preserve our way of life,
and create a future for Super Earth. Spread managed democracy throughout the galaxy. Become more than you are. Become a hero. Become a legend. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Koop-Titel. Ja, also mich interessiert auch schon. Ich glaube, das muss ich mir auch zulegen. Ganz witzig aus. Solche Spiele ja, im Koop machen sowieso Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Und das Beste, das hast du ja noch gar nicht gesehen, das zeige ich dir jetzt dann gleich. Das ist eben diese Online-Kampagne. Ja. Und da können wir, das können wir uns gleich mal anschauen. Jetzt kommt hier unser Shuttle, unser Evac-Shuttle. Das übrigens, so Flunder verarbeitet, wenn man zu nahe dran steht. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Okay. Da freust du dich, hey, das Evac-Ship kommt und stehst dann da und auf einmal platsch und Mission fehlgeschlagen, weil von Dropship zermatscht. Dumm gelaufen ja, in dem Fall. Dann, das ist dann dumm gelaufen, ja. Das ist dann dumm gelaufen. So, Mission abgeschlossen, jetzt bekommen wir hier Punkte. Mhm. Zum einen mal Erfahrungspunkte, ihr seht unten, ich bin im Moment gerade Level 9. Da werde ich jetzt gleich ein bisschen aufsteigen, hoffentlich. So. Kommen wir den Bonus, haben wir 2 Sterne, 3 Sterne sogar, wunderschön. So. Hier der gute Shero wird promoted hier. Ich hoffe, ich auch. Ne, bei mir wird es nicht ganz reichen. Du bist ja gerade erst eine Stufe aufgestiegen. Ja, ich bin ja erst eine Stufe aufgestiegen, ja. Desto höher man in der Stufe kommt, desto was mehr ist der Pfeil Dinge bekommt man. Was bedeutet der Pfeil da drunter? Der Pfeil, das sind Research Points. Das zeige ich dir jetzt auch direkt hier mal. Okay. Wir sind jetzt nämlich auf der Brücke. Ja, so sieht das Ganze aus. Und die gehen jetzt gerade alle schon direkt zur nächsten Mission. Ich gehe mal ganz kurz zurück auf mein Schiff. Dann kann ich dir das in aller Ruhe zeigen, wie das ausschaut. So, das hier ist mein Schiff. Und diese Punkte, die brauchst du, um hier an der Armory deine Sachen abzugraden, ja? Ah, okay. Also wir haben jetzt in der Mission so ein paar Research Samples gefunden und wenn du eine gewisse Anzahl von denen gefunden hast, dann bekommst du eben so einen Research Punkt und mit diesem Research Punkt kannst du hier Sachen freischalten. Deine Ausrüstung ja? quasi aufbessern. Genau, genau. Kannst, ich habe hier zum Beispiel meine Skyve aufgewertet. Kannst du selber auswählen, welche Waffen du mitnimmst oder findest du die in der Mission? Nee, ich kann selber auswählen, welche Waffe ich mitnehme. Also wenn ich hier in eine Mission reingehe, dann kann ich mein Loadout selber wählen. Ah, okay. Und gibt es auch sowas wie Skillpunkte oder sowas, Klassen, irgendwas in der Art, was den Charakter selber betrifft? Mhm. Eigentlich geht das alles über eben deine Waffen. Okay. Ja, also du hast jetzt nicht irgendwelche Skills, es gibt eben diese Strata Gems, das sind diese Sachen, die eben den Mech rufen und so weiter. Und da gibt es richtig, richtig viele, ich kann es dir mal ganz kurz zeigen, ja? Okay. Also da gibt es schon einige und je nachdem, welche du halt freischaltest und mitnimmst, spielt sich dein Charakter halt ganz anders. Also du siehst das schon, ich drücke nach unten. Okay, jetzt bin ich unten angekommen. Also es gibt schon einige Sachen, die man freischalten kann. Es gibt auch Perks, die man nach und nach freischaltet. Ja, zum Beispiel das Laser-Visier und so weiter. Das sind Dinge, so die Standardsachen und so entwickelst du einfach deinen Charakter. Sieht interessant aus. So, und jetzt kommt das Coole. Der galaktische Krieg sozusagen, ja. Wir haben ja vorher gesagt, ja, wir wollen allen die Freiheit bringen und so sieht das Ganze aus. Und das hier ist eben diese Karte. Es gibt 3 Gegner. Es gibt die Cyborgs, die Bugs und hier die Illuminaten. Und wir versuchen eben praktisch zu deren Heimatplanet vorzustoßen und dann letztendlich ihnen die Freiheit zu bringen. Sagen wir es mal so. Ja? Aber die versuchen im Gegenzug genau das Gleiche. Und es gibt oft Missionen, wo dann zum Beispiel Hauptstädte von uns angegriffen werden. Und wenn dann nicht genug Spieler mitspielen und genau diese Mission machen, dann verlieren wir diesen Punkt und ja, der Gegner rückt halt einen Punkt vor. Also man hat einfach die ganze Zeit eine Entwicklung und das ist eigentlich richtig, richtig geil gemacht. Und ich glaube, das ist auch einfach das, was dem Spiel so ein bisschen den Langzeitspielspaß bringen wird. Letztendlich. Klingt auf jeden Fall witzig. Ja, das ist schon sehr cool gemacht. So, wir können ja mal nochmal ganz kurz, wir schauen mal noch in eine andere Mission einfach mal ganz kurz rein. Weil die Missionen, die zur Verfügung stehen, sind auch jedes Mal, wenn du das Spiel wieder startest, wahrscheinlich andere, ne? Die sind jedes Mal anders, genau. Das ist alles random, komplett random generiert. Das heißt, du wirst nie dieselbe Mission zweimal spielen. Eigentlich. Also, oder nicht so häufig zumindest. Nicht so häufig zumindest, genau. Also, das ist alles random generated und, Hängt wahrscheinlich auch von der aktuellen politischen Situation in dem System ab, ne? Genau, genau. Also, wie es da einfach ausschaut.
Du siehst, wenn ich hier diesen Planeten abschließe, dann würde ich zum Beispiel jetzt diese Airdropped Anti-Personal Mines bekommen. Jeder Planet hat immer so ein bisschen einen kleinen Bonus und einen Reward, wenn man es eben schafft, den zu befreien, wie es so schön heißt. Ja? Also hier würde ich zum Beispiel eine Rail-Cannon bekommen. Steht auch, wie schwer das Ganze ist. Ja. Genau, wie schwer das Ganze ist. Also wir haben gerade hier 4 Medium, das war, was wir gerade gemacht haben. Und das geht, ne, hoch bis... Ah, da hinten wird es immer schwieriger, okay. Genau, bis zur Suizidmission Rang 10. Das heißt, also das ist, schon ist es denn auch so, dass man sagen kann, okay, man sollte Missionen mit mehreren machen oder geht das auch alleine gut? Also ich würde sagen, bis zu Rang Medium geht es auch alleine gut, danach ist es alleine nicht mehr schaffbar. Ach so. Also da musst du schon verdammt gut sein, dass du das dann schaffst. Also da, es ist schon... Dann, ja? Ja, klar. Nee. Die Sachen sind schon darauf ausgelegt, dass du das einfach im Multiplayer spielst. Klar. Das ist schon ganz klar so. Ja. Genau. So, ich geh mal ganz kurz hier hin. So, dann springt mein Schiff da hin. Wir gehen mal hier rein. So, und jetzt kommt eben dieser Bildschirm, wo wir erstmal uns aussuchen dürfen, wo wir landen wollen. Ich werde jetzt direkt mal hier hinten beim ersten Objective landen. Ah, das ist ja cool. Du kannst also auswählen, wo du landen willst. Genau, dann habe ich nicht so den weiten Laufweg, das ist eigentlich ganz praktisch. Und hier kann ich jetzt eben aussuchen, welche Perks ich mitnehme, welche Waffe und welche Stratagems ich mitnehme. Lassen wir mal alles so, das hat sich eigentlich bisher bewährt. Und jetzt werden wir runtergeschossen auf den Planeten. Ah. Da fliegen wir. Und das finde ich auch cool, dass du immer so die Schiffe von anderen Spielern im Orbit siehst. Also das cool. sind einfach andere Spiele, die diese Mission gerade auch machen. Ja, das ist das finde ich halt auch cool, echt cool gemacht einfach. So. Jetzt bin ich alleine unterwegs. Einfach mal auf einem anderen Planeten und das seht ihr schon, das sind schon die ersten Bugs. Gegner sind aber immer diese Käfer oder was? Oder hängt das von der Fraktion ab, wo du... Es hängt von der Fraktion ab, genau. Ich bin jetzt halt gerade auf einem Bug-Planeten, das sind eben diese Käfer. Wäre ich jetzt auf einem Cyborg-Planeten wären es und welche Roboter oder eben, ja, andere Einheiten. Mhm. Genau. Was ich jetzt mal machen kann, ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Vielleicht habe ich ja Glück, ich kann hier so ein Beacon hinwerfen. So. Das ist mein SOS-Beacon. Und mit ein bisschen Glück kommt jetzt gleich irgendjemand anderes hier rein und hilft mir der Mission. Ansonsten muss ich das Ganze halt alleine durchziehen. Ich finde das ganz cool mit diesen Taskmomenten, dass man sich da kurz drauf konzentrieren muss, zumindest. Ja, und gerade wenn es dann wirklich hektisch ist, dann ja, ist das schon ein ganz cooles Feature. Das für eine Waffe, das ist eine Art Laserkanone oder was? Genau, das ist ein Laser. Brutzelst du einfach weg? Ich brutzel die einfach weg. Das Ding hat den Vorteil, ja, wenn die Waffe nicht überhitzt, brauche ich keine Munition. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht überhitzt. Aber ansonsten kann ich mit der... Woran siehst du, dass sie überhitzt? Unten in der Ecke siehst du, neben dem 3 siehst du das Ding, das jetzt gerade rot wird. Okay, ja. Genau. Daran sehe ich das. Weil Munition ist knapp in dem Spiel. Also das muss man einfach sagen. Dadurch, dass wenn du deine Waffe nachlädst, wirfst du den Clip weg. Das heißt, alle Schüsse, die drin sind, sind letztendlich weg. Mhm. Und dadurch hast du ganz schnell Munitionknappheit, wenn du mit ganz normalen Feuerwaffen spielst. Klar, du kannst ja natürlich auch jedes Mal wieder Munition über diese Stratagems einfach herbeirufen, aber das kostet natürlich alles wieder Zeit. Und wenn du mal mitten in einem Gefecht bist und deine Waffe fängt an zu klicken, hast du ein Problem. Ja, das passiert das häufig, dass du, wenn du die Waffe nur noch klick-klick macht, statt peng-peng. Ja, dann ist einfach doof, ne? Ja, das gilt in vielen Situationen. Das ist eine Situation, die mir bei CSGO schon oft das Leben gekostet hat. So, ich rufe hier mal schon einen Turm zur Hilfe, bis die Punkte verteidigen. Oder halt holen. Einfach so ein abschließendes kleines Fazit von mir. Mir macht das Ganze jede Menge Spaß. Ich kann das Ganze wirklich nur empfehlen. Und für die 17 bzw. 20 Euro ist man auf jeden Fall gut unterhalten. Ja? Wie fandest du es denn so? Also wie gesagt, mich hat es neugierig gemacht. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich mag solche Spiele, vor allem im Koop zu spielen. Und dafür scheint es ja prädestiniert zu sein. Ja, und dieses ganze Drumherum mit dieser Community-Einbindung so aller Spieler und so weiter ist auch immer eine coole Sache, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wenn euch das Spiel gefällt, es gibt das Ganze ab jetzt im PlayStation Store zwischen eben 17 Euro für PlayStation Plus oder 20 Euro, falls ihr kein PlayStation Plus habt. Was ihr euch dann sowieso zulegen solltet, denn ne, das Spiel ist online und dann braucht man Plus halt einfach.
Nur mal so als Tipp. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der ersten Ausgabe von Nightshade Spielt. Vielen Dank, Vladimir, dass du mit dabei warst. Ja, dass immer du doch. Hier dir Helldivers mit mir angeschaut hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Nightshade und euer Vladimir. Richtig, das bin ich. Macht's gut. Tschüss. Ciao.